Hallo und herzlich willkommen im Wald. Ich habe mich vor euch hier mal in den Sumpf gehockt und stelle fest, dass ich gerade einen nassen Hintern bekomme, obwohl ich auf so einer tollen Sitzunterlage sitze. Die ist zu klein. Es geht hier um dieses Zeug hier neben mir, dass diese schönen gelben Blüten habt. Ich habe mal hoffen, man kann es einigermaßen erkennen. Ich zeige es euch gleich auch nochmal in groß. Ich wollte mich jetzt nur einfach erstmal neben dran hocken. Das Zeug nennt sich Schaboxkraut. Ist verwandt mit den Hahnenfußgewächsen und schmeckt lecker. Und deshalb habe ich gedacht, ich erzähle euch da mal noch mal ganz kleines bisschen was zu. Warum heißt das Schaboxkraut? Schabock ist einfach nur ein anderer, älterer Name vor Skorbut. Skorbut kennt man, wenn man sich ein bisschen mit der Seefahrt auseinandergesetzt hat. Beliebte Seefahrerkrankheit nach einigen Monaten auf See. Fingen die dann an, schwarzes Zahnfleisch zu bekommen. Die Zähne sind ausgefallen, Gelenke angeschwollen und ich kriege die Symptome gerade alle nicht mehr ganz zusammen. Und das war auch ziemlich tödlich, war es also quasi wirklich absolut tödlich. Da ist das ganze Stift dann meistens ausgestorben. Das gab es relativ häufig. Man wusste nicht, was man dagegen tun sollte. Ärzte hatten teilweise tolle Ideen, irgend so ein Chicorée-Brei mit Eisenpfeilspänen drin als Medizin zu verabreichen und sonst was. Da gab es wirklich viele kreative Ideen. Teilweise hatten diese abstrusen Heilmittelkombinationen dann auch wirklich Bestandteile, die geholfen haben. In irgendeinem ist nämlich tatsächlich Zitronensaft drin gewesen, aber halt eben auch wieder eben Eisenpfeilspäne und Chicorée und sonst was. Man hat einfach mal rumprobiert und wusste dann halt einfach nicht, welcher Teil dieser super effektiven Medizin ist jetzt eigentlich das, was hilft. Und hat dann halt irgendwann dann erst später rausgefunden, dass es wohl tatsächlich bestimmte Pflanzen gibt, die da helfen. Nämlich unter anderem eben klassisch Zitrone, Vitamin C halt. Da Zitrone aber in Deutschland schwer zu haben war, weil halt eben Südfrucht und bei uns nur begrenzt bis gar nicht wächst, haben wir mal geguckt, was haben wir denn an Einheimischen, und da hat sich dann tatsächlich dieses unscheinbare Zeug hier angeboten, nämlich das Schaboxkraut bzw. Skorbutskraut, das auch große Mengen von Vitamin C enthält, und deshalb ist es auch für uns Waldläufer durchaus interessant, weil Vitamin C so das einzige Vitamin ist, dass uns, wenn wir längere Zeit in der Natur leben und von Survival Food uns nähren müssen oder auch einfach nur von einfachen normalen Lebensmitteln wie, keine Ahnung, Mehlpfannkuchen, 7 Tage die Woche, 3-mal am Tag, dann ist es doch gar keine blöde Idee, wenn man so ein paar Pflänzchen kennt, die Vitamin C nachliefern, weil man Vitamin C, der Körper braucht das doch mengenmäßig relativ viel. Alle anderen Vitamine und Mineralstoffe ist überhaupt kein Thema. Da reicht's, notfalls kann man gerade eine Handvoll Dreck futtern, dann hat man das auch. Aber Vitamin C ist tatsächlich so ein bisschen so ein Ding, da muss man gucken, dass man davon genug bekommt. Das wird auch schnell abgebaut, deshalb sollte man es auch regelmäßig zu sich nehmen. Und wenn Frühling ist, ist eine super Vitamin C-Quelle eben diese Schaboxkraut. Dazu muss man natürlich noch sagen, eigentlich ist das Zeug wie jedes Hahnenfußgewächs giftig. Aber junge Blätter, also gerade je kleiner und feiner, desto besser, enthalten noch nicht so viel von diesem Gift, das sich Protoanemonin nennt. Und sind deshalb noch ganz gut verzehrbar, solange man die jetzt nicht in riesigen Mengen futtert. Wie isst man das Zeug am besten jetzt so im normalen, zivilen Leben? Das ist eine super Beilage zu Salat, also zu jedem beliebigen Salat. Einfach eine Handvoll Schaboxkrautblättchen, wirklich ganz kleine, mit reinschmeißen. Schmeckt echt lecker. Also das hat so ein bisschen scharfen, säuerlichen, aber auch sehr erfrischenden Geschmack. Also ich persönlich mag das sehr, sehr gerne. So eine Handvoll mehr oder weniger pro Tag von den jungen Blättern macht also vom Giftgehalt her überhaupt nichts aus. Das steckt man locker weg. Getrocknet geht übrigens dieses Protoanemonin in Anemonin über und ist dann sogar ein beliebtes Heilmittel aus der homöopathischen Medizin und soll antibakterielle, schmerzlindernde und entzündungshemmende Wirkung haben. Jo, dann vielleicht noch, wo findet ihr denn Schaboxkraut? Schaboxkraut wächst gerne an etwas feuchteren Stellen, deshalb hocke ich auch für euch hier im Sumpf.
gute Nährstoffversorgung sollte der Boden haben. Damit ist also so ein typischer Bereich, wo man Schaboxkraut gerne finden kann, an irgendwelchen Hangfüßen. Das ist hier jetzt auch der Fall. Eben, weil sich am Hangfuß die ganzen Nährstoffe, die den Hang runtergeschwemmt werden, so ein bisschen sammeln und da auch viel Wasser immer einfach verfügbar ist und das Zeug dann gut wachsen kann, weil es da recht gute Wasserversorgung braucht. Essbar ist es natürlich nur im Frühjahr. Es ist überhaupt nur im Frühjahr überhaupt anzutreffen, weil es die meiste Zeit des Jahres unterirdisch verbringt, ist ein sogenannter Hemikryptophyt und das bedeutet, es kommt halt nur im Frühjahr kurz zum Vorschein, hat unterirdische Speicherorgane, aus denen es im Frühjahr austreibt. Dann in der kurzen Zeit, die ihm bleibt, bis die Bäume ihr Blätterdach schließen und zu wenig Licht auf den Boden kommt, treibt es eben aus, verbreitet sich, breitet sich aus, produziert Nachkommen, übrigens vegetativ. Die Blüte dient nur ganz, ganz selten wirklich der Samenproduktion und ist wieder weg. Bis zum nächsten Frühjahr. Und das war es eigentlich im Wesentlichen, was zu dem Zeug zu sagen ist. Jetzt gehen wir noch mal kurz drauf ein, wie es denn eigentlich ausschaut. Also das hier sind diese typischen kleinen Schaboxkrautblättchen. Man kann auch einfach mal eins probieren, wenn man sich nicht sicher ist, ob das jetzt Schaboxkraut ist oder irgendwas anderes. Es gibt aber gar nicht so viel, was halt wirklich im Frühjahr mengenmäßig viel am Waldboden vorkommt, was so aussieht und nicht Schaboxkraut ist. Immer gucken, dass man wirklich die kleinen Blättchen erwischt. Je größer sie sind, desto mehr von dem schädlichen Zeugs enthalten sie. Und ja, Form ist halt eben so ein bisschen herzförmig. So ein leicht gewellter Rand ist auch ganz typisch und die haben jeweils alle einzeln einen Stiel. Ja, hier auch nochmal, damit man es besser erkennen kann auf meiner tollen Sitzunterlage. Der Stiel ist übrigens bedenkenlos mitessbar. Das Zeug ist also wirklich lecker, probiert es mal aus. Je nachdem, wo ihr wohnt, erwischt ihr vielleicht noch welches. Gibt es überall in ganz Deutschland, wenn man ein bisschen sucht. Und naja, wenn ihr jetzt am Wochenende losgeht, schafft ihr es vielleicht noch ein paar Blätter zu finden, bevor sie dann zu alt werden und nicht mehr so ganz essbar sind. In so den schattigen Bereichen im Wald suchen, wo nicht so viel Licht hinkommt, da sind sie noch nicht so weit entwickelt. Da könntet ihr noch Glück haben, noch ein paar vernünftige junge Blätter zu finden. Es gibt übrigens keine nennenswerte, also schlimme Giftpflanze, die so ähnlich aussehende Blätter hat. Das Ganze ist also eine recht harmlose Geschichte. Ja, und dann fällt mir zum Schaboxkraut auch tatsächlich schon nichts mehr ein. Wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.